den Dompfarrer von Klagenfurt, Herrn Kanonikus Dr. Peter Almeier, der heute mit uns diese heilige Messe feiern wird, zu Ehren der heiligen Barbara und zur Ehre auch unserer Stadt. Gerechtigkeit willen Verfolgung erleiden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Die Barbara-Messe der Knappschaft Steirer Herzen wird alle Jahre wieder in der Stadtpfarrkirche in Leoben abgehalten. Die Leobner und vor allem die Menschen aus dem Ortsteil Seegraben stehen zu ihrer ehemaligen knappen Vergangenheit. Das zeigt die übervolle Kirche und die vielen Teilnehmer an den Totengedenkfeierlichkeiten vor der Barbara-Kapelle im ehemaligen Bergbaugebiet Seegraben. Das ist deren Privatvergnügen. Das geht mich nichts an. Sie werden vielleicht sagen, gut, die haben mich großgezogen, die haben mich ernährt. Als Kinderloser würde ich sagen, das ist ihre Verpflichtung. Dafür braucht man ihnen nicht dankbar sein. Das ist eine Verpflichtung, die man sogar gesetzlich, also rechtlich, einfordern kann. Ein Ziel, das weit über das hinausgeht, was wir gewöhnlich als Ziele festlegen. Zum Beispiel in der Adventzeit schauen wir nicht auf Weihnachten, sondern wir schauen weit darüber hinaus. Nullspannung, sondern die Hochspannung. Ich freue mich, dass Sie das Fest der heiligen Barbara so groß feiern. Nimm alle Verstorbenen, die mit der Montanuniversität verbunden waren, und alle verstorbenen Bergleute auf in die himmlischen Wohnungen und schenke ihnen ewige Freude. Wir bitten dich, Herr. Ein Drohnenflug über das damalige Bergbaugebiet von Seegraben zeigt uns, wie diese Gegend in der heutigen Zeit aussieht. Alles ist wieder ergrünt und bewachsen, als hätten hier keine Eingriffe in die Natur stattgefunden. Insgesamt macht dieses ehemalige Abbaugebiet heute einen schönen und gepflegten Eindruck. Selbst die Barbara-Kapelle ist im heutigen Zustand ein Kleinod der Gegend. Zur Zeit des Bergbaus sah dieses Waldstück ganz anders aus. Zwischen Schachtbauten, Ablagerungen, Rampen und Betriebsgebäuden sieht man auch bewohnte Häuser. Hier fand der Abbau statt und der konnte zur damaligen Zeit keine Rücksicht auf die Natur nehmen. Thank you.
Harald Tischart, ein Chronist des Bergbaus, ist selber in einem Haus im Abbaufeld geboren. Sein Vater arbeitete in der Grube. Er verbrachte auch seine Jugend in Seegraben. Wenn er uns von den damaligen Zeiten erzählt, weiß er, was er sagt. Die Bilder stammen von den damaligen Arbeitsverhältnissen. Diese Barbara-Kapelle hat noch eine Vorgeschichte. Und zwar wurde im Jahre 1811 von der Familie Meier, die späteren Meier von Mellenhof, wurden hier die Schürfrechte erworben. Und dieser Johann Meier hat keine Kohle gefunden. Man hat ihn bereits Jammerhansel genannt. Und im Jahre 1848 war es dann doch so weit, man konnte den Schutzengelschacht also abteufen und so in 250 Meter ist man auf Kohle gestoßen. Und aus Dankbarkeit hat er am Schutzengeltag am 2. Oktober 1848 in Begleitung von 50 Böllerschüssen eine Kreuzkapelle, in der sich auch ein Barbara-Bild befunden hat, geweiht aus Dankbarkeit eben, dass er auf Kohle gestoßen ist. Aber er war nicht vom Glück begleitet. In Anlehnung an König Ottokars Glück und Ende hat man Johann Meyers Glück und Ende einen Aufsatz in einem Bergmann-Kalender verfasst und auf den bin ich gestoßen. Er war von zahlreichen Grubenunglücken letztendlich also betroffen. Das erste 1857 mit 8 Toten, das nächste 1862 mit 25 Toten und 84 Schwerverletzten, oben beim Traugottstollen, 1865 wieder 8 Tote bei einem Grubenbrand und die Bergbehörde hat ihm dann die Bergbaukonzession und das Schürfrecht entzogen. Er ist dann an Gram gestorben, liegt am Jakobi-Friedhof begraben und dort steht ein sehr berührender Spruch, der auch zu diesem Totengedenken passt. Es steht dort, zum letzten Male fährst du an und fährst nicht mehr herauf, drum grüß dich auf der dunklen Bahn ein inniges Glück auf und schloss sich auch dein Auge hier, dort tut sich's wieder auf, wir alle folgen dir und grüßen dich Glück auf. Aber die Grubenunglücke sind weitergegangen. Diese Witwe von Johann Meyer hat dann den Bürgermeister der Stadt Leoben, Feilhauer, geheiratet, Walburger Feilhauer. Und diese Frau hat auch etwas Epochales in Leoben geleistet. Sie hat den ersten Christbaum nach Leoben gebracht, diese Walburger Feilhauer. Und Grubenunglücke hat es dann auch in weiterer Folge gegeben. Das Bergmannsdenkmal unten bei der Einfahrt hier in dieses Seegrabental erinnert an einen Grubenbrand 1882. Dann hat bereits die Alpine Montangesellschaft diese Kohlenreviere übernommen. Dann 1928 ist 200 Meter in die Tiefe beim Tragebau der Förderkorb abgestürzt. Es hat 5 Tote gegeben. Sie liegen am Zentralfriedhof. Und das letzte große Grubenunglück hat es im Jahre 1956 gegeben, eine Schlagwetterkatastrophe im sogenannten Südfeld mit 7 Toten. Auch sie sind am Zentralfriedhof begraben. Und ich glaube, heute haben wir auch die Verpflichtung, bei einem Totengedenken gerade jener zu gedenken, die das größte Opfer in ihrem Berufsleben gebracht haben, nämlich das Leben, das sie unter Tage letztendlich also abgeben mussten. Stolz stand er da, der Turm des Zahlbrucker Schachtes. Auf seinem Dach die weithin sichtbaren Worte Bergbau Seegraben. Aber auch er wurde im Zuge der Aufräumarbeiten gesprengt und entsorgt. Deswegen bedeutsam, weil der Kardinal da war, sondern deswegen bedeutsam, weil wir hier der Verstorbenen gedenken. Und die sind wichtiger. Die haben nämlich hier mit ihrem Leben
mit dem Einsatz ihres Lebens gearbeitet, um ihre Familien zu erhalten, um einen Beitrag für diese Gesellschaft zu leisten. Für sie alle wollen wir heute beten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasst sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe hin, um für euch einen Platz vorzubereiten. Wenn ich hingegangen bin und euch einen Platz bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Wir bitten die heilige Barbara hier wie jedes Jahr, sei immer zum Schutz für die Bergleute und für uns alle da. Glück auf. Gott bewahre dich. Wir sind natürlich jetzt alle herzlich eingeladen, bei uns, bei den Schneiderherzen, noch an einer kleinen Barbara-Feier teilzunehmen. Es wird heuer auch wieder 2 Ledersprünge geben. Und für die, die es erwarten können, im Anschluss dann eine Barbara-Würstel, die es eben früher in den Jundorfer Gasthäusern gegeben hat. Und dank der Gösser Brauerei natürlich auch ein gutes Barbara-Bier. Der Weg von der Barbara-Kapelle zu den Bussen ist nur kurz. Wir begeben uns anschließend zum Vereinslokal der Steirer Herzen, wo von der Knappschaft der dritte Teil der Barbara-Feierlichkeiten abgehalten wurde. Musik.